Hallo, da bin ich wieder. Heute mal mit einem neuen Unboxing von Ice Age Teil 5. Moment, hier zeige ich euch das mal rein. Das ist das Display, was ich freundlicherweise noch über habe von dem Besuch von Ben Masterful. Der hat mir die ja mitgebracht, beziehungsweise wir haben die ja hier gemeinsam ausgepackt. Und jetzt habe ich noch, wie viele sind das? Ich glaube, 6 Stück habe ich noch über. Diese 6 Stück hier. Genau. 6 sind noch übrig und die kann ich nämlich jetzt auch noch auspacken. Und dazu habe ich sogar noch ein Heft, hat er mir auch noch dagelassen. Das hier ist der Teil, das ist das Heft vom 5. Teil, Kollision voraus. Genau, hatten wir auch vorher schon mal gesagt, ihr braucht euch nicht wundern, hier haben wir verschiedene Sprachen drauf. Da darf man sich nicht wundern, da sind mal überall die deutschen deutsche Sticker drin. Collision Course, das hier Französisch, Türkisch. Haben wir überhaupt noch einen deutschen? Oh nein, ich glaube nicht. Oh. Haben wir, glaube ich, nicht. Naja, das macht ja nichts. Sind ja trotzdem überall die gleichen Sticker drinnen. Dann würde ich mal sagen, wir schwenken mal runter und ich zeige euch noch mal ganz kurz. Ich wollte hier noch mal kurz zeigen, dass ich... Ach nee, unten noch nicht. Moment, erstmal wollte ich zeigen. Wir haben ja noch ein Poster hier drin. Das hier. Und auf der anderen Seite, da bin ich persönlich nämlich ganz scharf drauf, gibt es nämlich ein Poster mit Stickern drauf. Und ich hätte so super gerne diese Sticker. Da steht immer S1 bis S12 und das sind halt besondere Sticker aus dem All, wo Scratch die ganze Weltraumpolitik, nein, nicht die Politik, sondern das Universum quasi entwickelt und die Erde völlig und das ganze Universum völlig durcheinander bringt. So, mal gucken, vielleicht gucke ich ja zwischendurch auch nochmal hier in das Heftchen rein. Ich schlage mal sicherheitshalber einfach die Namen auf, wobei ich glaube, ich kann die Namen eigentlich. Naja, aber. Schadet ja nicht. Dann fangen wir mal direkt an. So, was haben wir hier? Erstes Paket. The Big Bang. Na? Oh, jetzt hätte ich es fast kaputt gemacht, glaube ich. Oh Gott, habe ich es kaputt gemacht? Das geht ja gut los hier. Da haben wir... Sit. Oh, das ist, glaube ich, der Komet im Hintergrund. Der Meteor, der dann danach losgeht, auf die Erde trifft. Das hier ist so. Es könnte wahrscheinlich der Hochzeitstag sein. Bin ich mir nicht so sicher. Der Hochzeitstag von Ellie und Manny. Das hier ist auch wieder Ellie. Das ist ein Mammut. Oh, hier haben wir schon wieder Ellie. Was ist denn hier los? Eine ganze Ellie-Reihe, aber nur eins von einem Zweier-Sticker. Ich denke mal, auf der anderen Seite wird wahrscheinlich der Manny sein. Die Szene finde ich total cool. Das war ein elektromagnetisches Feld, wo sie alle mit einem Mal explodiert sind, die Haare. Da sahen sie alle aus wie ein Wischmopp. Sehr lustig. Die mochte ich sehr. Next. Oh, ich sehe schon was Glitzerndes. Oh, ich mag hier Glitzersticker. Das ist sogar wieder hier ein gezeichneter Sticker. Ich glaube, das ist aus Teil 3 oder so. Nee, ist das Teil 3? Die Dinos sind los? Ich meine, es ist aus Teil 3, die Dinos sind los. Nee, stimmt gar nicht. Wieso ist denn das hier Teil? Das ist sogar der 5. Teil. Steht hier anhand der Ziffer, würde ich sagen, es ist der letzte Teil. Aber komischerweise weiß ich gar nicht, woher. Naja, ach doch, ich glaube, das ist mit Buck, wo er das Ei rettet. Natürlich, natürlich. Oh, ja, das ist der nicht ganz so geliebte... zukünftige Schwiegersohn, den Manny nicht so gern hat und aber mit ihm irgendwann zusammenarbeiten muss und feststellt, dass er doch ein ganz netter Typ eigentlich ist. Hier sind sie gerade beim Meteor, nee, beim Kristall hochschieben in den Vulkan. Hier haben wir Scratch, das ist aber nicht aus dem Teil, glaube ich. Doch, das scheint auch aus dem Teil zu sein. Ah, Scratch und seine Nuss. Crash und Eddie, die beiden Opossums, sind angetreten zum Dienst. Oh, und wieder ein Glitzersticker, aber der eine Teil nur. Ah, da sind sie beim Yoga. Sid und Manny sehen wir hier. So, nächste Tüte. Was haben wir da? Oh, das ist die türkische. Na, komm raus. So. Ach, da haben wir das. Das gibt es ganz häufig. Das habe ich auch schon häufiger gesehen. Das ist Scratch mit den Piranhas, wo er sie vor der Nuss, die Nuss vor den Piranhas rettet. Und sich selbst natürlich auch. Oh, die sind cool. Das sind hier die Glitzersticker. Da gibt es so runde Personensticker. Mal gucken, vielleicht finde ich die ja jetzt mal gerade.
So, da haben wir sie. Das sind die runden Sticker. Das sind alles Glitzersticker, die man hier reinkleben kann. Hier haben wir jetzt gerade Scrat und ach, die Ex-Freundin von Sid. Hieß sie nochmal? Nicht Silvia, Francine, glaube ich, heißt die. Kann man die hier eigentlich nicht... Ah, natürlich, da. Francine. Genau, da unten, die ist das, Francine. Sitz Flirt, aber nicht für lange Zeit. Leider hat es nicht geklappt mit ihr, aber dafür gab es am Ende noch eine bessere. Am Ende. So, die beiden haben wir auf jeden Fall. Ah, das ist sogar die Szene gerade, von der ich eben geredet habe. Da hat sie mit ihm Schluss gemacht, weil, ja, ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil er stinkt oder so. Na, irgendwie war es nicht so der richtige Mann für sie. Da ist ein... Oh, ja, das müsste aus dem zweiten, dritten Teil sein. Da ist nämlich die kleine Peaches noch ein ganz kleines Baby-Mammut. Ja, denke ich mal, ja. Und hier ist die große Reise, entweder weil es gerade taut, ich glaube Teil 2 oder sowas müsste das sein. Da müssen sie weg aus dem Tal. Ich glaube, da hat er sogar gerade erst Eddie kennengelernt. Nächste Tüte. Ich glaube, das Aufmachen muss man erstmal lernen. Da bin ich irgendwie mit schlecht drin. Jetzt habe ich gleich alles abgerissen, nur nicht das Richtige. Da kommt schon. Ah, so geht's auch. Da kommt's schon rausgeflutscht. Oh, da ist er. Der Julian. Ich persönlich mag den ja sehr. Ist halt ein bisschen speziell, ein bisschen spezielles Mammut. Aber halt ein Mammut mit einem sehr großen Herz. Was Manni eigentlich nicht so wahrhaben will. Das ist ja immer so. Die Papis und die Töchter, die müssen immer besonders gut drauf aufpassen und dann ist kein Mann eigentlich gut genug. Und das ist bei den beiden auch so. Da ist der Julian immer nicht gut genug. Oh, das ist eine tolle Szene, eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wo Sid ja ganz traurig ist, dass er verlassen wurde von seiner Freundin und hat dann mit so einem reizenden Tuch oder so, was die Schleimhäute reizt, sich überall lang geschmiert. Und alles ist total aufgebläht und total knallrot. Hier haben wir... Wer ist denn das? Ist das Manni? Ich glaube, das ist Manni. Ein mürrischer Manni. Mit den beiden Opossums wieder. Und hier haben wir schon wieder die Opossums. Crash und Eddie kopfüber mit den... Ich glaube, sind das Blasrohre? Ich glaube, das sind Blasrohre. Die schlafen ja immer kopfüber, ne? Opossums schlafen kopfüber. Und deswegen... Dachte Ellie ja auch am Anfang, sie sei ein Opossum. Das haben die beiden ihr versucht weiß zu machen, dass es ihre Brüder sind. Und dann, deswegen hat sie auch mal kopfüber am Baum geschlafen. Ganz typisch Steinmammut natürlich. Nein, natürlich nicht. Habe sie jetzt gemacht. So. Das wäre schon wieder das nächste Tütchen. Das ist Manni mit Sid und Diego. Oh, Diego habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, das ist irgendwie Teil 3 oder sowas gewesen. Oh, wie cool. Wir haben wieder die Personensticker oder ich weiß nicht genau, wie die sich nennen in den Hauptrollen. Die Hauptrollensticker. Genau. Hier haben wir Buck. Auch eine sehr coole Rolle. Und Crash und Eddie sogar auf einem drauf. Sehr süß finde ich das hier. Ah, hier haben wir Ellie mit der Oma. Oma ist auch ein cooler Charakter. Die finde ich auch richtig lustig in dem Film. Die hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das hier ist mit den Piraten. Da hat der Diego seine Freundin kennengelernt, die Shira. Die anderen Namen habe ich vergessen. Die wusste ich eigentlich letztens noch, aber jetzt habe ich sie wieder vergessen. Schade. Hätte ich noch mal vorher gucken müssen im Film, aber das ist auf jeden Fall die Piratenszene. Oh, das ist aus dem ersten Teil, meine ich, wo Scrat seine Nuss haben will und dann ist er leider eingefroren und kommt nicht mehr dran. Hier kommen wir schon zum allerletzten Tütchen. Das ging ja schnell. Oh, da hinten ist wieder ein Glitzersticker, den sehen wir jetzt natürlich noch nicht. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Sticker gehabt aus dem Poster, aus dem Weltraum. Oh, jetzt bin ich aber traurig. Oh, das war mein Kater. Ich glaube, der will mit auspacken oder so, ich weiß es nicht. So, hier haben wir die Dinos sind los. Ist das das? Ja, das könnte von der Nummer her passen. Wir haben ja in dem Heft hier alle Teile von Ice Age. Das ist ja nicht nur der fünfte Teil, sondern wir haben auch in den ersten Seiten noch die ersten Teile. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool, dass man nochmal so einen Kompletteindruck von der ganzen Geschichte hat, von Ice Age, wie alles passiert ist. Ja, das ist auf jeden Fall vom Anfang. Die Dinosaurier sind los. So. Warum gehört das?
Gehört das sogar so? Nee, das gehört doch nicht so rum. Oha, da geht's aber ab. Oh, da sind sie, da springen sie, glaube ich, in diesen Wasserfall, den Wasserfall runter, versehentlich. Wollten sie eigentlich gar nicht. Das war auch am Anfang. Oh, das hier ist mit dem Meteoriten, der magnetisch ist. Den hat Crash oder Eddie, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt auseinanderhalten kann. Ich glaube es nicht. Der hat einen magnetischen Meteoriten auf jeden Fall gefunden. Und hier haben wir... Mal schauen, ist das... Oh, ich glaube, das hier ist Peaches mit Julian. Und das hier sind die Eltern, die beiden, die halt traurig sind, dass sie ihre Tochter jetzt loslassen müssen. Also Manny und Ellie. Und sehen aber eigentlich, dass die Tochter natürlich sehr glücklich ist. Und eigentlich will man ja als Eltern immer nur, dass die Kinder glücklich sind, ne? Was haben wir hier? Ich glaube, das ist wieder die große Wanderung, die losgeht. Das ist wieder am Anfang. Teil 1 oder Teil 2, wo sie halt immer nur am Wandern sind. Eigentlich im Grunde sind sie immer nur am Wandern, weil sie immer irgendwie weg müssen. Ja. Das war es tatsächlich schon. Das ist ja unfassbar. Das ging ja irgendwie schnell. So, einen ganzen Stapel haben wir jetzt. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal so ein Mappen-Update, also so ein Einklebe-Update machen können. Weil der liebe Ben Masterful ja auch noch ganz, ganz viele Karten hat. Und dann legen wir die, denke ich mal, zusammen und machen mal eine schöne Einklebe-Session. Die werden wir natürlich auch aufnehmen. Für euch und ich mal gucken, auf welchem Kanal wir das machen. Vielleicht machen wir das ja auch für beide Kanäle, dass wir es auf beiden Kanälen dann hochladen. Und da freue ich mich persönlich total drauf. Ich habe richtig Lust, die ganzen schönen Sticker hier einzukleben. Ich glaube sogar, dass wir von den Hauptrollen-Stickern hier einige haben werden, weil ich weiß, dass er auch noch welche ausgepackt hat, die auch diese goldenen, silbernen, runden Klebesticker sind. Ich glaube fast, wir haben wirklich alle. Das fände ich richtig toll. Ja, ich hoffe, ihr hattet mit mir zusammen Spaß bei diesem schönen Unboxing von dem tollen Film. Ich mag ja Ice Age total gerne, habe alle Teile gesehen. Der vierte ist ein bisschen, ja, schon bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber die anderen, die kenne ich alle noch sehr, sehr gut. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.